So, hallo. Wir setzen mal wieder die Gruppe in Tagard fort. Diesmal, also das letzte Mal haben sie ja alleine gelassen, als die Gruppe eben unter Syroth die Zwergen befreit hat. Und einer von den Zwergen war der junge Edin. Und der junge Edin hat dann gesagt, er führt sie zu den Schätzen oder eben nach Mithrilwarte, seiner Heimat. Und ja, sie haben sich dann entschlossen, dass sie nach Mithrilwarte gehen. Und Mithrilwarte selbst ist, haben sie dann nach ein paar Tagen erreicht. Mithrilwarte selbst ist eben eine Zwergenbinge, die jetzt, ich glaube, mal schauen wir mal nach, wie viele Zwergenbinge mit so ja, 2800 Zwergen ungefähr. Und kaum andere Wesen, die da unten leben. Und sie haben sich dann bei Vater und Mutter von Edin, der Vater heißt Tyk mit TYYK, haben sie sich dann quasi vorgestellt, dass sie diejenigen sind, die halt dafür gesorgt haben, dass Edin und seine Freunde überlebt haben. Es wurde ihnen dann versprochen, dass sie auch ein bisschen was dafür bekommen. Tyk selber arbeitet ja auch in den Minen und deswegen haben sie gedacht, ach, da kann man ein bisschen Metalle, Edelmetalle in irgendeiner Form abgraben. Sind auch in eine Wirtschaft eingeladen worden und in dieser Wirtschaft selbst haben sie dann ein paar Leute kennengelernt, so wie zum Beispiel die Historikerin Pellar und den Barden Faun, die ihnen halt ein bisschen was über die Geschichte erzählt haben. Und ja, sie wollten ja nach wie vor noch diesen Illithiden, also diesen Gedankenschinder finden, der ihren Freund irgendwie entweder unter Kontrolle hat oder entführt hat. Da waren sie sich ja nicht ganz sicher, wie das Ganze gelaufen ist, weil der ist ja oben in Syroth selbst verschwunden. Und haben dann so einen speziellen Drink bekommen mit Zwergenlicht drin. Und Zwergenlicht ist so eine, ja, ich würde jetzt mal schon fast sagen, Droge, mit der man Halluzinationen bekommt. Und in der haben sie dann eben auch gemerkt, dass sie alle ein bisschen vereint sind und dass Edin eben nicht nur ein normaler Zwerg ist, sondern auch irgendetwas hat, was die Gruppe auch hat. Also sprich mit den Seelensplittern, die sie eben auch haben, dass er da wohl auch ein entweder ein Träger oder ein potenzieller Träger davon ist. Sie haben dann überlegt, ob sie eben dieses A, das Zwergenlicht, ein bisschen sammeln, um dort damit vielleicht weitere Halluzinationen zu bekommen oder eben ums zu Geld zu machen. Sie haben geschaut, ob sie irgendwelche Mittel finden, um gegen diesen Illithiden vorzugehen, weil sie hatten erfahren, dass die wohl gegen laute Geräusche nicht so gut drauf sind. Das heißt, sie wollten Explosionsmittel finden und haben da auch einen Zwerg gefunden, den Tyas, und haben dort eben getestet, wie das schon ausschaut mit den Explosionsmitteln. Er hat ihnen dann gesagt, er entwickelt da gerade neue Sprengstoffe und wenn sie ihn testen, dann gibt er ihnen die quasi mit. Was aber dazu geführt hat, dass die Gruppe selbst den armen Tyas in die Luft gesprengt hat, weil sie es eben vergeigt hat, da richtig weit genug zu werfen. Und Tyas musste dann ins Krankenhaus. Und dann ist ihnen nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, hey, cool. Wenn er im Krankenhaus ist, dann ist ja quasi sein Marktstand unbewacht. Da kann man doch abends einbrechen und da was stehlen. Das war wieder Vigo, wie immer. Vigo hat es dann auch geschafft, abends einiges von, also bei dem Marktstand einzubrechen und einige Truhen aufzumachen und hat immer mehr Truhen aufgemacht und wurde immer gieriger, bis er eben zu einer ganz tollen Truhe gekommen ist. Und diese ganz tolle Truhe war dann auch magisch gesichert und hat ihn versteinert. Die Gruppe hat dann versucht, ihr Bestes zu tun, um quasi diese großen versteinerten Vigo auf rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Aber man hat natürlich, oder was heißt natürlich, die
die Zwergenwachen waren scheinbar aufmerksam geworden darauf und haben dann wohl diese Statue von Vigo gefunden. Und Vigo selber wurde dann dem Richter am nächsten Tag quasi vorgestellt. Der Zwergenrichter namens Bendron, und dieser hat ihn dann eben aufgrund verschiedener Fehltritte, die sie gemacht haben, aber hauptsächlich eben aufgrund dessen, dass er halt versucht hat, da am Markt was zu klauen. Obwohl sie ein super Plädoyer gehabt haben, also er hat sich, sagen wir mal so, normalerweise wäre die Strafe das Zehnfache von dem, was er gestohlen hat, gewesen. Und das wäre gegangen für etwa 70.000 Gold. Aber da Takuni so ein flammendes Plädoyer gehalten hat und da Thyas quasi sich nicht mehr richtig daran erinnern konnte, weil er A nicht mehr richtig gehört hat und B die Explosion wohl ein bisschen mehr angestellt hat mit ihm, also auch vielleicht geistig, konnte er sich nicht mehr daran erinnern, ob er ihm die Erlaubnis quasi gegeben hat, da was mitzunehmen. Zumindest hat das die Gruppe behauptet, und der Richter konnte jetzt nicht so hundertprozentig das Gegenteil beweisen, aber nichtsdestotrotz haben sie an Vigo dann verurteilt, aber halt eben nur um eine normale kleine Strafe, so 7.000 Gold. Und ihm wurde ein Tattoo auf den Handrücken gestochen, das ihn quasi als Dieb ausweist. Und fortan ist er eben, wenn er dieses Tattoo, oder wenn das gesehen wird, wissen die Leute, aha, ein Dieb. Das hat ihnen jetzt nicht so gefallen. Sie haben dann gedacht, das kann man doch mit locker mit irgendwelchen Sachen runtertun, abbrennen, mit Säure wegätzen, Hand abhacken. Da sind sie grenzenlos einfallsreich, was man da alles machen könnte. Haben sich dann aber entschlossen, dass sie das Ganze doch lassen, und sie schauen dann mal später, ob sie noch mal zum Richter gehen können, um das Ganze entfernen zu lassen. Sie haben sich dann entschlossen, sie hatten immer noch vier Explosivsachen von Level 1 bis Level 4, und haben sich gedacht, gehen wir doch in die ein Zwergenlicht suchen oder mehrere Zwergenlichte suchen. Eden wusste ja, wo die sind. Sie haben dann eben mit einem Händler, der auch Zwergenlicht verkauft, der sich Damane nennt, oder die sich Damane nennt, haben sie dann eben vereinbart, dass sie dafür auch gut Geld bekommen. Und sind dann losgezogen. Sie haben dann tatsächlich was gefunden, ein bisschen Zwergenlicht. Und was sie vermutet hatten, aber nicht sicher waren, dass in der Nähe von diesem Zwerglicht auch Seelensplitter sind. Das heißt, sie haben Seelensplitter gefunden, sind dann aber auch von Kreaturen angegriffen worden, Riesenratten quasi, und haben die mit Mühe und Not besiegt. Ich korrigiere, keine Riesenratten, Riesenameisen. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ich muss schauen, dass ich das regelmäßiger mache, damit ich das alles noch im Kopf habe. Man glaubt es kaum. Egal. Also Riesenameisen. Sie haben es dann auch geschafft, dass sie diese Riesenameisen besiegen, und haben eben festgestellt, dass diese Riesenameisen wohl auch gegen die Zwerge gekämpft haben, und in der Nähe war eine Mine. Und in diese Mine sind sie dann gegangen und haben eben festgestellt, dass da sowohl tote Riesenameisen als auch normale Zwerge tot unten lagen. Sie haben dann eben auch festgestellt, dass Ulfin besser gesagt hat festgestellt, dass da hinten so ein Bau von Riesenameisen ist, aber dass man quasi einige der Stollen eben speziell zum Einsturz bringen kann, und das hat er dann auch gemacht, sodass die Riesenameisen da nicht weiter durchkommen. Er hat dann auch einen magischen Bogen gefunden, der jetzt, wie er dann den nächsten Tag erfahren hat, auch mit ihm sprechen kann und das auch tut. Normalerweise in seinem Geist, kann aber auch mit den anderen Leuten so sprechen, weil am Anfang hat er sich für ein bisschen wahnsinnig gehalten, aber das geht inzwischen. Sie haben da unten dann auch einen Amboss gefunden und die Möglichkeit zu schmieden und verschiedene andere Kleinigkeiten noch. Und als sie wieder rausgekommen sind, haben sie eben festgestellt, gehen wir jetzt, oder was heißt festgestellt, wollten sie sich entscheiden, gehen wir weiter in die Mine runter, gehen wir den Weg weiter Richtung zum Gedankenschänder, oder gehen wir zurück mit dem Zwergenlicht zur Mithrilwarte, also zur Stadt der Zwerge, um
dort das Zwergenlicht gegen Geld einzutauschen oder. Sie haben sich dann entschieden, zur Mithril-Warte zurückzugehen, wurden dort aber von zwei Zwergen gestoppt und sie haben sie dann in einen Kampf verwickelt, beziehungsweise die anderen haben sie in einen Kampf verwickelt und Zucuni hat dann eins der nächsten Explosivteile genommen und hat die Zwerge in die Luft gesprengt, was aber dazu geführt hat, dass er nicht nur die Zwerge in die Luft gesprengt hat, sondern sie hat das bisschen unterschätzt, was dieses Explosivmittel, dieser Sprengstoff tun kann und hat dann mehr oder weniger den ganzen Gang in die Luft gesprengt. Was dazu geführt hat, dass sie festgestellt haben, dass diese Zwerge auch Seelensplitter in sich tragen und zwei von ihnen wollten die aufnehmen. Haben aber gemerkt, dass diese Seelensplitter wohl etwas anderes sind oder korrumpiert wurden. Auf jeden Fall haben sie es gerade so geschafft, dass die Zwergensplitter sie nicht bei ihnen reingegangen sind, sondern dass sie die abdrängen konnten, also dass die sich ins Nichts aufgelöst haben. Zumindest haben sie das gedacht. Und dann haben sie eben beschlossen, ja, was machen wir jetzt? Graben wir uns hier durch, gehen wir den anderen Weg, gehen wir einen Weg außenrum, was auch immer. Und haben sich dann aber entschlossen, dass sie einen Weg wieder zurück zur Mithril-Warte, ein bisschen längeren, aber dass sie den gehen. In Mithril-Warte angekommen, haben sie dann festgestellt, dass irgendwelche Zwerge wohl ihnen nicht dass sie sie nicht leiden können und haben dann den direkten Approach gewählt und sind halt auf einen der Zwerge zu, was er die so komisch anschaut. Was dazu geführt hat, dass dieser Zwerg sie wohl entweder mit magischen Mitteln oder irgendwelchen geistigen Mitteln zumindest beeinflusst hat. Sie haben dann nicht so nette Dinge gesehen und sind dann ins Haus vom Edin geflohen, haben dann quasi sich da dann verbarrikadiert. Und haben dann nur noch gesehen, wie Edins Vater draußen von einem dieser Zwerge beeinflusst wird. Zumindest haben sie das vermutet. Edin hat dann gesagt, ob sie abhauen wollen. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie sind quasi über Edin, der ja bekannt dafür ist, dass er aus seinem Zimmer wieder mal entflieht. Der hatte das quasi so einen direkten Zugang zur Kanalisation, sind sie darüber abgehauen. Sind dann außerhalb von Mithril-Warte wieder hochgekommen und haben dort festgestellt, wir warten mal ein bisschen, also das feststellt, sie haben dort entschieden, dass sie noch ein bisschen abwarten und nach kurzer Zeit haben sie dann bemerkt, dass sie wohl über die Kanalisation verfolgt werden. Tokuni hat dann beschlossen, wir nehmen den nächstgrößeren Sprengsatz und hat gewartet, bis die Leute, wie sie vermutet haben, die Zwerge, die in Anführungszeichen bösen 5 Zwerge, dass sie diese verfolgen und hat sie in die Luft gesprengt. Sie haben dann mehr oder weniger Edin dazu auserkoren, dass er sich mal anschaut, ob die noch leben. Auch hier war es wieder so, dass sich ein Seelensplitter gelöst hat und wohl Edin dazu gebracht hat, dass Edin ohnmächtig wird. Sie sind dann, haben dann Edin in Sicherheit gebracht. Als die anderen Zwerge aus der Zwergenbinge zu ihnen gekommen sind, um nachzuschauen, was los ist, hatten sie sich aber schon versteckt und haben erstmal geguckt, was da so los ist, ob die ihnen wohlgesonnen sind oder nicht. Haben sich dann aber entschlossen, dass sie doch ein Stück weggehen und die Zwerge Zwerge sein lassen und erstmal abwarten, was da so los ist. Sie haben sich dann in eine Nische mehr oder weniger zurückgezogen, etwas weiter weg. Und dort haben sie dann gemerkt, dass Ragnar wohl noch einen Teil in sich trägt. Und vielleicht auch Tokuni. Irgendwie ist das Ganze dann ein wenig eskaliert und sie haben gemerkt, dass in Ragnar wohl ein Teil dieser schwarzen Seelensplitter noch drin war. Und Ragnar war sich gar nicht so sicher, ob die anderen nicht auch noch mit Seelensplittern der schwarzen Natur versehen waren. Es war auf jeden Fall eine grausame Erfahrung für die Leute, dass die Seelensplitter nicht nur positiv sind, sondern sie auch negativ beeinflussen können. Und sie haben dann sich entschlossen, nicht wieder zurückzugehen in die Mithril-Warte, sondern nach oben nach Syroth, um dort die zwei Begleiter wieder zu holen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich noch gewesen, weil die gleiche Entfernung war das ungefähr,
dahin zu gehen, wo der Thar seine Seelensplitter angeblich versteckt hat. Das wäre auch die dritte Möglichkeit gewesen. Aber sie haben sich entschieden, wir gehen nach oben, wieder nach Seeroth und schauen da, was sie machen können mit den zwei Begleitern. Vielleicht finden sie noch ein paar Leute, die ihnen irgendwie in irgendeiner Form helfen können. Genau. Das war es so ungefähr im Ganzen, was letztes Mal, und nicht nur das letzte Mal, sondern die letzten Male passiert ist. Also ihr merkt, es geht was voran. Sie haben jetzt festgestellt, dass es eben nicht nur positive Seelensplitter gibt und dass man ihnen auf den Fersen ist, weil sonst wären sie ja nicht ausgesucht worden, um angegriffen zu werden. Das heißt, bisher war es ja so, dass ich ihnen gesagt habe, die Waisenhäuser selber wurden angegriffen. Das haben sie ja wohl inzwischen auch mitbekommen, dass nicht nur ihr dran war, sondern auch andere. Und dass man von der Vermutung her vielleicht davon ausgehen könnte, dass sie damit in Verbindung gebracht werden mit den Waisenhäusern und deswegen sie auch gesucht werden. Mal schauen, wie sie sich beim nächsten Mal schlagen. Am Montag geht es schon weiter. Bis dann.